Am Mittwochabend geht es für die Handballer von Frisch auf Göppingen in der Magdeburger GTEC Arena um den Einzug ins Final Four, also dem Finalturnier um den DHB-Pokal mit den letzten vier im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften. Dieses wird Ende April traditionell in Hamburg ausgetragen. Für Spieler, Verantwortliche und Fans würde damit ein Traum in Erfüllung gehen. Denn die Teilnahme am Final Four ist für alle Beteiligten stets eine besondere Ehre und Karrierehöhepunkt. Zuletzt gelang den Göppingern dies im Jahr 2011. Allerdings scheiterten sie damals bereits im Halbfinale am späteren Pokalsieger THW Kiel. Gewinnen konnte Göppingen den Pokal noch nie. Mit einem Sieg am Mittwochabend in Magdeburg wäre aber zumindest die Teilnahme am Finalturnier gesichert. Daher hat ein Sieg dort oberste Priorität. Auf jeden Fall, wir wollen gerne hin und es ist natürlich eine sehr hohe Bürde, aber warum nicht? Sollte Frisch auf Siegen und anschließend Losglück haben, könnte beim Halbfinale in Hamburg dann mit dem abstiegsbedrohten Bergischen HC oder Zweitligist GWD Minden sogar ein verhältnismäßig einfacher Gegner auf die Grün-Weißen warten. Spätestens im Finale trifft das Team von Frisch auf Göppingen dann allerdings auf ein absolutes Top-Team. So sind mit dem THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt, den Rhein-Neckar-Löwen sowie der MT Melsungen die ersten vier Teams der Liga allesamt noch im Rennen. Voraussetzung für all das ist jedoch ein Sieg in Magdeburg.